So, und da wären wir auch schon wieder bei Neverwinter. Wir haben zuletzt hier unten, hier sind wir gerade rausgekommen. Wir haben zuletzt die Todesratte besiegt. Ne, Entschuldigung, hier sind wir, glaube ich, rausgekommen. Und jetzt müssen wir die Quest abgeben. Todesratte Gothven hat hat sich uns dran erinnert. bewegt, euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Von Gothven haben wir die Weiße Information, Spuren. dass Karsov in einem Haus in der Nähe Unterschlupf gefunden hat und sich die Krone im Hauptquartier der Nesher befindet. Meldet euch bei der gefreiten Zoe Fargo, sobald das Gebiet gesäubert ist. Sie hat ein Auge auf das Haus, in dem sich Karsov versteckt. Ja, gut. So, ich glaube, die Quest hier, die nehmen wir Wie jetzt trotzdem sollen mal wir in an. dieser Stadt mit ehrlicher Arbeit unseren Lebensunterhalt bestreiten? Ja, mit Jagd auf die Armen. Die Nesher sind selbsternannte Rebellen, aber in Wahrheit nur eine Bande von Strauchdieben. Sie rauben die Armen aus, um den Tyrannen zu stürzen, füllen sich aber vor allem die eigenen Taschen. Schwere Zeiten, aber noch bin ich nicht mittellos und werde euch gut entlohnen, wenn ihr das Diebesgut zurückholen könnt. Ich würde es sogar umsonst machen. So, annehmen. Ja, das ist hier vorne auch. Das hört sich schon mal ganz gut an. Einen Moment, wir gucken noch mal eben kurz nach unseren Gegenständen. Oh, das ist ganz schön voll. Da müssen wir, glaube ich, gleich mal ein bisschen was entsorgen. Fangen wir mit den Waffen an. Und zwar werden wir den durchdringenden Dolch in die Haupthand tun. Ja. Was ist real? Was ist Illusion? Gehen wir auf Kraft oder auf Verteidigung, Robustheit. Ich glaube, ein bisschen Verteidigung wäre nicht schlecht mit dem Unsere Schurken. Leben sind vergänglich. Ja. Die Abenteuerstiefel ziehen wir auch noch an. Papier, kann man das nicht alles irgendwie entsorgen? Ja. Stiefel, die uns nicht passen, entsorgen wir auch. Für den Hexenmeister entsorgen wir auch. Hier den alten. Schmeißen wir einfach mal alles weg hier. Das können wir gar nicht wegschmeißen. Den auch nicht. Hier haben wir irgendeine Kiste. Abenteuerbelohnung. Ja. Kiste öffnen, gut. Nesher greifen alles an, was ihnen über den Weg läuft. Gebundenes kleine Erste-Hilfe-Paket. Und 10 kleine Heiltränke. Ja, gut. Genauso gut wie unser anderer, den wir gerade angelegt haben. Das kann auch weg. Kann ich nicht wegschmeißen. Die Schuhe können auch weg. Ich glaube, die behalten wir mal. Lebensentzug oder Verteidigung. Verteidigung behalten wir. So, kann ich das hier verschieben? Nein, doch Viereck. Dann X, dann haben wir das auch. So. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Was haben wir hier? Ach hier, die Bauerntunika. Ne, Bauerntunika ausgerüstet. Könnt ihr den Gegenstand weder tauschen noch verkaufen. Ihr könnt ihn jedoch ablegen oder entsorgen. Machen wir. Abenteuer im Black Lake Viertel? Deckt euch bloß mit Heiltränken ein. Und das Bauerngewand ziehen wir auch noch an. Jetzt können wir das mal eben nach oben verschieben. Und das Amulett. Und das hier nach da. Dann sieht man nämlich schön, was wir Neues gekriegt haben. So. Und wir können loslegen. Mal gucken. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, können wir mal eben. Ich dachte eigentlich, wir hätten ihm geholfen, aber er ist einfach nur weitergelaufen. Kleiner Heiltrank. Sack mit gestohlenen Gütern haben wir schon aufgehoben. Hört sich doch ganz gut an. Einen haben wir schon mal. Moment. Hier sehe ich doch auch noch eine Quest. Aber das machen wir gleich.
Team ist gut. Ja, was haben wir da? Wir wurden entdeckt! Grausames Amulett. Eisenwaffenklinge. Dieses Material wird für allgemeine Handwerksaufgaben eingesetzt. Ja gut. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Oh! Wie gesagt, mit gestohlenen Gütern, gut. Ja, die Elfenbeinschale, schützendes Amulett. Was ist das hier? Religionsfertigkeit oder Paket notwendig? Wow. Ja, und sagt mit gestohlenen Gütern haben wir auch wieder. Lederrüstung. Wir packen wieder alles ein. Und hier nochmal die ist gut. Hoppala. Das war fies. So. Und die das Diebesgut. So. Zu Elmira zurückkehren oder Zoe Fargo treffen. Wir gehen erstmal zu Zoe Fargo. Haben wir irgendwo ein Lagerfeuer? So, heiße Spur abgeschlossen. Zum Glück ist euch nichts passiert. Ihr habt den Näschern ordentlich eingeheizt. Gerne wäre ich dabei gewesen. Aber ich konnte das Versteck nicht aus den Augen lassen. Wie es aussieht, wissen sie inzwischen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Ja. Die Näscher haben als Ablenkung ihr Versteck angezündet. Aber ich habe Karsow nicht herauskommen sehen. Vielleicht erwischen wir ihn noch im Inneren. Und ich werde euch begleiten. Karsow hat auf meinen Kopf einen Preis ausgesetzt. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, dann mal los. Bereit für unseren nächsten Schritt. Karsow führt die Näscher. Ich verstehe. Achso. Ja gut. Geht's hier rein? Nein. Doch, das Versteck der Näscher. Ja. Ah ja, mit Feuer, schön. Mal eben aufladen. Und go. Hast du wieder irgendwas? Ich glaube, die ganze Bude hier ist am Brennen. Sieht zumindest so aus. So. Moment. Hier ist doch bestimmt irgendwas drin. Ja, aber das können wir leider nicht öffnen. Hier für ein Teppich. Näscher-Symbol. Änderungen Nevers Winters letzten und größten Schlort. 10 Wissenseinheiten. Oh. War hier noch irgendwas? Nein. Aufzeichnung untersuchen. Hierbei stehen weitaus wichtigere Dinge im Spiel als Godwins Leben. Karsow.
Na gut. Und wir das mal glauben. Oh, was ist mit unserer Dame? Ich glaube, sie ist verbuggt. Und was ist mit euch los? Ah, da ist sie ja wieder. Ich stand da gerade so komisch. Na, geh doch mal aus dem Weg jetzt. Einsammeln. Was haben wir hier? Ah, Waffenklingen und Eisenerz. Wie geht's weiter? Oh, hätte ich. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich sofort einen Trank, bevor es losgeht. Ja, Trank nehmen. Und dann starten wir mal los. Ich erstmal auf sie. Die sieht mir ein bisschen lockerer aus. Haben wir. Und auf Karsov oder Skalpell, Skalpell, nicht Karsov. Ja, haben wir auch. Schön. Immer wenn die alte kommt, dann kann ich hier nichts aufsammeln. So. Und Schatztruhe öffnen. Abenteuerrucksack. Ein mittelgroßer Rucksack geeignet für das Verstauen zusätzlicher Beute. Fügt 18 Inventarblitze hinzu. Oh, das ist super. Das finde ich super. Und hier geht es wieder nach draußen wahrscheinlich. Versteckt der Nächste verlassen. Genau. Ey, die alte. Ich kann nicht drücken, wenn die kommt. So. Die Nescher sind gut in Form heute. Ja. Die Krone Sonne abgeschossen. Bei den neuen Höllen. Karsov ist entkommen. Aber dank eurer Informationen haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, wohin er will. Und noch besser. Er weiß nichts davon. Ja gut. Der Platz für eure dritte Begegnungskraft Stufe 7 freigeschaltet. Drückt die Menütaste und wählt Kräfte, um eine Begegnungskraft zu erwerben oder neu zuzuweisen. Machen wir. Wenn ihr euch Karsov schnappen wollt, müsst ihr euch die Nescher mit einem Ablenkungsmanöver vom Leib halten. Und ich weiß auch schon, wie wir das anstellen. Die Nescher haben Nachschub für ihre Rebellion über den See geschmuggelt. Und wenn ihr auf eurem Weg zu ihrem Hauptquartier einiges von diesem Nachschub in Flammen aufgehen lassen könntet, sollte sie das eine Weile beschäftigen. Na gut. Der Fall Karsov wird sich zum Hauptquartier der Nescher flüchten, einem alten Warenhaus am Ufer des Sees. Nach Gothmans Informationen bewahren sie dort auch die Krone auf. Wir haben es geschafft. Die Zeit ist reif, die Rebellion der Nescher ein für alle Mal zu beenden und uns die Krone zurückzuholen. Na gut, dann machen wir das mal. Ja. Ja. Die Einladung lehnen wir mal eben ab. Und wir gucken uns die Kräfte an. Langweilig. Täuschung, ihr aktiviert Unsichtbarkeit. Das hört sich doch gut an. Ihr geht in einen Zustand des Lauerns über. Hm. Lauerangriff. Wirbelwind der Klinge. Bringt eure Dolche im Kreis, wobei ihr zwar nur geringen Schaden verursacht, aber für jeden getroffenen Gegner Kraft erhaltet. Die Nescher sind gut in Form heute. Ah, wir nehmen mal den Lauerangriff. Ach, können wir gar nicht. Ach so. Kraft aufwerten. Ja, jetzt verstehe ich's. Moment. Wir machen den normalen Angriff mal ein bisschen höher. Den brauchen wir am meisten. Haben wir noch einen? Nee. Aha. Talente. Da brauchen wir aber noch nichts. Ja gut. So. Starten wir mal wieder los. Die Nescher sind gut in Form heute. Die Vorratskisten der Nescher verbrennen. Sollten wir wohl hinbekommen. Für die
20 Stückchen laufen. Ins Feuer müssen wir gerade nicht. Ich glaube, hier ist die erste Vorratskiste. So. Gibt's erstmal was auf die Nuss. Brennt die erste Vorratskiste. Da auf dem Steg ist die zweite. Oh, da ist auch noch eine. So, Nummer 2. Na komm. Nummer 2. Da ist noch eine und hier auch. Hopp. Mal kommen. So. Mach's gut. Kiste abwackeln. Und unsere Beute einsammeln. Eine Kiste fehlt uns noch. Da ist er. Und durch. Kiste verbrennen. Das war's schon. Auch mal eben ins Feuer stellen. Kommen wir hier durch. Ja, Moment, noch mal kurz ins Inventar gucken. Die Gegenstände. Ah, das Amulett können wir anlegen. Das ist schon mal schön. Das sieht ganz schön viele Lebenstrefferpunkte ab. Das nehmen wir nicht. Dasselbe wie das, was wir haben. Auch nicht. Den auch weg. Das kann weg. Erholung, das kann auch weg. 25 Lebensentzug, minus 25 Robustheit kann auch weg. Minus 1 RK, minus 25 Robustheit kann auch weg. Ja, für den Glaubenskleriker kann weg. Und nochmal für den Glaubenskleriker kann weg. Der durch ist ab Level 8. Den behalten wir. So. Tun wir hier oben hin. Wieso kann ich diese Sachen nicht entsorgen? Das wundert mich ein bisschen. Moment, den Abenteuerrucksack, den rüsten wir aus. Und dann haben wir das auch schon wieder. Was ist das hier? Unidentifiziert. Identifizieren. Ja, den auch schon schlechter. Das hätten wir wohl ein bisschen eher machen müssen. Gut, weg damit. Und so. Wir können weiter. Zu Elmima zurückkommt, dann wird dir der Gnäscher überfallen. Was haben wir denn hier? Psst, das nochmal eben. Seid etwas leiser. Wir haben hier eine Besprechung. Wir hatten ja eine Besprechung, wir sitzen mitten im Busch. Dies war einmal eines der am dichtesten besiedelten Gebiete von Neverwinter. Jetzt ist es eine gesetzlose Ruinenlandschaft, heimgesucht von Näschern und Todesratten. Mein Arbeitgeber würde es gerne sehen, dass wieder Leute in dieses Gebiet ziehen, aber dafür müssen wir erstmal die Banden loswerden. Mit zwei Banden kommen wir leicht zurecht. Wir müssen sie nur aufeinander hetzen. Ich möchte, dass ihr den Todesrattenhort in der Nähe überfallt, jede Wehrratte dort tötet und dieses Flugblatt der Näscher an einer auffälligen Stelle fallen lasst. Das sollte für etwas Aufruhr sorgen. Na gut, machen wir das mal. Ach so, Hauptquartier der Näscher, ja gut. Zuerst gehen wir zu Elmira zurück. Und dann gucken wir mal weiter.
Was ist denn hier? Na gut. So, da ist Elmira. Wie sollen wir in dieser Stadt mit ehrlicher Arbeit unseren Lebensunterhalt bestreiten? Oh, möge Irmeta euer Herz segnen. Diese wenigen Waren werden euch sicher nicht sehr wertvoll erscheinen, aber für die Armen des Viertels können sie den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenigstens für eine Weile. Na gut. So.